Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Ich habe wieder ein Tauschpaket von meiner lieben Manu erhalten. Ich habe es schon aufgeschnitten und auch ein paar Clamshell-Verpackungen rausgenommen. Allerdings leere, die sind für meine Hexenküche. Und die Melts, die da jetzt drinnen sind, die möchte ich gerne zusammen mit euch anschnuppern. Und, ups, der Karton ist auch schön voll. Und als erstes lacht mich ein Clamshell an. Von Bär Julia mit Pink Sugar und Seerosensommer. Oh, das hat die liebe Manu selbst gegossen. Schaut mal, sieht das nicht niedlich aus? Und es riecht sehr floral und ein bisschen herb, obwohl da Pink Sugar mit drinnen ist. Er riecht nicht unangenehm. Mal schauen, was er warm kann. Ich werde es testen, Manu. Dann habe ich Traumdüfte Bubblegum und Cotton Candy und Zitrisch. Irgendwas Zitrisches wohl. Das hat sie wohl auch selber gegossen dann. Zweifarbig. Und den Bubblegum riecht man raus. Cotton Candy rieche ich ehrlich gesagt nicht raus. Da ist was Zitrisch-Säuerliches drin. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es jetzt diese Extraladung Zitrisch ist oder ob das noch vom Bubblegum kommt, denn er hat auch schon so ein bisschen was Säuerliches. Ja, die Grundnote ist aber Bubblegum. Werde ich mögen. Sweet Moments Alien, also ein Parfum-Dupe. Und Manu hat draufgeschrieben, es wäre nicht ihr Duft. Bin ich sehr gespannt. Das Parfum Alien mag ich sehr gerne. Es ist ein relativ weiches Wachs. So sieht es aus. Ja, es hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Alien. Es ist es aber noch nicht zu 100%. Also ich kann Parfumdüfte wirklich sehr schlecht beschreiben. Aber ich finde ihn einen Hauch frischer als das Original Alien. Und nicht so intensiv, zumindest kalt geschnuppert. Das kann ja warm ganz anders sein. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ups, jetzt krümmel ich hier rum. Alien von Sweet Moments. Von Wohlfühlmomente Laguna Breeze. Und da habe ich das komplette Melt bekommen. Magst du den Duft nicht, Mann? Guck mal, was für ein schönes Melt. Und das ist auch sehr groß. Ach, dir ist er wahrscheinlich zu frisch, Manu, ne? Das ist ein sehr frischer, leicht herber, grüner Duft. Mit einer salzigen Unternote. Gut, er heißt Laguna Breeze. Für mich hätte der eher was von Dünengras. Ja, das ist so ein Nordsee-Ostsee-Duft mit Dünengras und sehr aquatisch, sehr salzig, sehr frisch, aber auch grün. Und den mag ich. Dankeschön. Dann habe ich hier Goose Creek Sweet Pine Snowflakes mit Jingle Bells. Manu war sehr fleißig in ihrer Hexenküche. Ich habe zwei so große Pfoten bekommen. Die sind zweifarbig gegossen. Und das riecht gut. Ihr habt hier eine süße Note, ihr habt eine frische Note, eine leicht nadelbaumige Note. Aber auch was Gemütliches und der gefällt mir kalt. Nur ich glaube, mit diesen beiden Düften sind jetzt so viele Komponenten vereint. Ihr riecht sie eigentlich fast gar nicht mehr einzeln raus, nur noch Teile davon. Das ist jetzt wirklich so ein Gesamtkunstwerk. Ich bin sehr gespannt, wie der warm sein wird. Den werde ich mir aber für den Herbst aufheben, wenn es draußen ein bisschen ekeliger wird. So, wenn diese stürmischere Jahreszeit kommt. Ich glaube, da kommt der Duft ganz gut. Wieder ein komplettes Melt von Wohlfühlmomente.
Highland Cottage bei Vilja. Ach, das war, glaube ich, dann diese Bücheredition, ne, von den Booktubern. Na, komm mal her. Auch so ein riesiges Meld. Der ist gut. Der hat was Holziges, aber auch was Frisches und der ist gut. Die Mails sind recht kühl. Das Paket wurde mir eben übergeben. Und ich glaube, die Nachbarn hatten das die ganze Zeit im Flur oder auf dem Balkon stehen. Keine Ahnung, es war eisekalt. Heute ist auch nicht so wirklich schönes Wetter. Dadurch riecht auf jeden Fall das Melch jetzt noch ein wenig dezent. Ich glaube aber, dass der warm und Knüller sein wird. Allein er hat was Frisches und er hat was Holziges und das ist genau mein Beuteschema. Mag ich. Dankeschön, Manu. Von Sweet Moments, Rainbow Kiss. Der Rainbow Kiss hatte, glaube ich, auch richtige Rainbow-Farben. Schaut mal. Na, wenn das nicht bunt war. Der ist sehr fruchtig und spritzig. Fruchtig und spritzig. Ein fröhlicher Duft. Mag ich kalt. Ist was für den Sommer. Für meine Nase. Rainbow Kiss. Von Sensationals, Emerald Lake. Also wenn er schon Lake heißt und dann auch noch blau ist, erwarte ich jetzt was Aquatisches. Er ist auch aquatisch. Er hat aber irgendwelche grünen Untertöne. Ich glaube, dieser See ist mitten im Wald. Ich habe das Gefühl, ich rieche ganz klar, sagen wir mal zu 70% dieses aquatisch Frische. Und zu 30%, als käme da so ein Waldduft mit. Der riecht spannend, werde ich ausprobieren. Mit aquatischen Düften tue ich mich zwar schwer, aber im Badezimmer funktionieren sie ja dann doch meistens. Von Doris, My Book Friend von Beck's Book World. Das war dann hier wieder diese Booktuber-Sondermeld-Kollektion. Das ist auch schön viel. Das ist ein sehr frischer Duft. Auch aquatisch. Und einen ganz kleinen Hauch maskulin, würde ich sagen. Aber nur ein Hauch. Nicht stark. Der erinnert mich an was, aber wie immer komme ich nicht drauf, an was er mich erinnert. Finde ich kalt, aber auch nicht schlecht. Und ich bin gespannt, wie der warm sein wird. Ich glaube, der funktioniert ganz gut an heißen Tagen, die dieses Jahr ja wohl nochmal kommen werden, oder? Ich meine, ich bin glücklich, wenn es nicht ganz so heiß ist, aber Dauerregen finde ich jetzt im Sommer auch nicht so prickelnd. Duftmärchen, Grandma's Cottage. Das ist bestimmt was Würziges. Hier so ein kleines Testerli. Nein, es ist gar nicht so würzig. Es ist eher fruchtig. Auch der erinnert mich an was und ich. Keine Ahnung, der ist sehr süß und fruchtig irgendwie, aber sehr künstlich. Ich habe keine Ahnung, was darin ist. Aber das kleine Ding werde ich ausprobieren. Schon alleine, weil ich wissen möchte, was das genau ist und vielleicht erschließt sich mir das ja warm. Nochmal Duftmärchen, Sweet Pea, also die Gartenwicke. Ich auch so ein Testerli. Der riecht anders als der von Yankee oder auch aus der Home Inspiration Reihe. Ich rieche hier zwar etwas Florales, aber ganz, ganz zart, ganz, ganz, ganz zart. Ich hoffe, da kommt warm ein kleines bisschen mehr.
denn ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wonach der genau riecht. Es ist so zart und ein Hauch von Floral. Duftmärchen Lavendeltraum. Das müsste gehen. Lavendel geht doch eigentlich immer. Das Mate ist jetzt schon auseinandergegangen. Ja. Ja, das geht. Eine schöne krautige Lavendel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn da noch irgendein anderer Duftstoff hinter ist. Aber Lavendel geht immer. Auch den werde ich sehr gerne verdüfteln. Party Light Peppermint Snowflake. Ja, das ist nicht Manus Beuteschema. Und guck mal, da habe ich ein halbes Party Light Clamshell. Ja. Ist für mich ein klassischer Pfefferminz-Vanille-Duft. Sehr schön, werde ich mir für den Winter aufheben, denn Pfefferminzdüfte funktionieren bei mir. Ups, der Aufkleber ist abgegangen. Dann tatsächlich doch im Winter am besten. So. Was ist das, Manu? Du hast nur von Wachsen geredet. Wie lieb, danke schön. Von Price ist das kleine Glas Damson Rose. Und der riecht für mich so ein bisschen wie die Damaskusrose. Also schon ganz klar nach Rose, aber irgendwie edler und ein Hauch parfümiger und ja, ein sehr, sehr schöner Rosenduft. Dankeschön. Von Greenleaf. Tickled Pink und Kashmir Kiss. Das hat Manu wieder selber gegossen. Und guckt mal. So sieht die eine Seite aus. Das ist zweifarbig. Die andere. Ich weiß nicht, was Tickled Pink ist, aber ich vermute, dass es irgendwas Süßfruchtiges war, wenn ich das hier richtig rausschnupper. Denn irgendwie riecht das jetzt für mich wie eine schöne, sanfte Kaschmirnote mit was Fruchtigem. Kalt passt es aber tatsächlich ganz gut zusammen. Ich bin gespannt, was sich da warm tun wird. Dankeschön. Ups, nicht fallen. Von Doris. Da brauche ich aber, glaube ich, meine Brille, wenn ich jetzt wüsste, wo sie liegt. Da. Kissed by a Twin bei Lady of the Book. Ah, das ist wieder aus dieser Reihe. Ups, das ist eigentlich, Moment, das bröselt ein bisschen. Eigentlich ein zweifarbiges Melt, aber irgendwie bricht es auseinander. Das ist irgendwas Foodie-Fruchtiges. Und ich kann euch nicht sagen, was. Ich weiß auch nicht, ob mir das gefällt. Also das Fruchtige riecht ganz lecker, aber da ist eine Foodie-Unternote. Und da weiß ich noch nicht, ob sie mir gefällt. Ist aber nicht viel. Kann man testen. Hier ist ja schon wieder ein komplettes Melt. Lady Greensleeves. Oh, von Sarah Sophie. Bei Sarah Sophie könnt ihr übrigens auch das Video zu dieser Sonderedition von Doris und den Booktubern sehen. Dann mal schauen, was Sarah Sophie gezaubert hat. Erstmal, so schaut das Melt aus. In zwei verschiedenen Grüntönen. Oh, der ist aber schön. Und der ist schön. Ich rieche was frisch Grünes. Aber irgendwie auch was pudrig-parfümiges, bilde ich mir zumindest ein. Da ist irgendeine sehr, sehr frische Note. Und die ist geil.
Ich weiß nicht, Sarah, ob du zuschaust, aber vielleicht kannst du noch einmal sagen, was das war. Oder ich muss mir dein Video nochmal angucken und genauer aufpassen. Ja, auf jeden Fall ist der wunderschön. Der gefällt mir. Lady Greensleeves bei Sarah Sophie. Wachsmacherei oben, Baby Powder und Pink Sugar. Und unten ist von Doris Lavendel und Coconut Milk. Wieder einmal von der lieben Manu in ihrer Hexenküche selbst gegossen. Und ist wieder so eine große Pfote in zwei Farben. Oben, wie gesagt, Baby Powder, Pink Sugar und unten Lavender Coconut Milk. Manu, das passt. Ich finde, das ist jetzt einfach nur ein ganz entspannender, cremiger Bodylotion-Wohlfühlduft. Mit ein bisschen Pink Sugar, mit ein bisschen Babypowder, mit ein bisschen Lavendel. Das passt. Mega. Von Duftlovers, Thousand Wishes Dupe. Das ist ein Bath & Body Works Dupe. So. Ja. Ich finde, dass der irgendwie bei allen Gießern gleich riecht. Ich weiß nicht, ob es nur dieses eine Öl gibt, dass alle das gleiche Öl haben. Aber das ist wie bei Pink Sugar zum Beispiel. Da habe ich das auch. Das ist egal, wer es gießt. Das riecht für mich wirklich immer identisch. Ja, das ist so ein zart parfümiger Duft. Ja, geht manchmal. Ist nicht mein Liebling, aber ist okay. Doris, A Dragon's Dream bei Lettera. Und wieder diese Booktube-Kollektion. So ein Stück bekommen. Oh. Also ich muss sagen, diese Booktube-Kollektion gefällt mir bisher wirklich überraschend gut. Hätte ich nicht gedacht. Den empfinde ich als frisch, ganz leicht was Zitrisches, aber nur ganz leicht. Und dann sind da zwei, drei Duftstoffe, ich weiß nicht, was es ist. Aber ich finde den alles in allem auch ganz gut gelungen. Vielleicht kann ich euch in irgendeinem Aufgebraucht mehr dazu sagen. Vielleicht rieche ich im Warmzustand mehr raus. Candlelight, Lavender Cedarwood und Yankee Candle, Garden Sweet Pea und Geheim. Manu hat hier also drei Düfte gemixt, wobei sie uns den dritten noch nicht einmal verrät. Er ist auch dreifarbig. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt. Okay, hier unten ist der Lavender Cedarwood. Hätte man aber auch aufgrund der Farbe sich denken können. Hier oben, das ist was sehr, sehr Frisches. Es ist auf jeden Fall was sehr Frisches und es wäre mir wahrscheinlich auch schon fast zu frisch, obwohl frisch ja meine Kategorie ist. Aber durch den Lavender Cedarwood da hinten wird der richtig angenehm gemacht. Garden Sweet Pea, ganz ehrlich, rieche ich kalt nicht raus. Ups, jetzt fallen die Wachse schon. Heieiei, nicht stören, wenn ihr es fallen hört. Duftmärchen, Sommer in der Provence. Der ist jetzt nicht lila, sondern orange, sonst hätte ich jetzt auch wieder auf was Lavendeliges getippt. Mit der Provence verbindet man ja nun doch eigentlich Lavendel und Kräuter. Das ist aber trotzdem was Lavendeliges.
mit. Es ist kein purer Lavendel, da ist was mit bei. Ich habe keine Ahnung was. Aber das riecht gut. Irgendwie wird die krautige Lavendel, sie ist nicht ätherisch, aber irgendwie frisch und fröhlich, als wenn die Sonne beschienen wäre. Klingt jetzt voll blöd, oder? Ja, aber das ist, was in meinem Kopf stattfindet, wenn ich daran jetzt so kalt schnupper. Partylight, faszinierende Feige. Da bin ich gespannt. Also erstmal mega, das ist schwarzes Duftwachs, 3 Stücke. Oh ja, das ist ein Feigenduft. Unglaublich fruchtig und sehr, sehr süß. Mega. Den werde ich sehr gern verdüfteln. Dankeschön. Ach, hier fällt gleich wieder alles. Sweet Moments, Kokos, Eistraum und Vanilla Ice Cream Milchshake. Also, zwei Melts, zwei Düfte. Und dann kommt mal beide raus. Ich denke, dass der weiße Kokos Eistraum ist. Oh, der hat eine Wachseigennote. Der hat eine sehr starke Wachseigennote. Trotzdem riecht man aber die Kokosnuss tatsächlich noch gut raus. Da muss ich im Warmzustand gucken. Es gibt Wachseigennoten, die finde ich so eklig. Muss ich ausmachen. Und dann gibt es welche, da finde ich es dann gar nicht so schlimm. Und das müsste jetzt Vanille Ice Cream Milchshake sein. Das ist nicht meins. Entschuldigung, aber da riecht die Milch, als wenn sie schon ein paar Tage drüber wäre. Also der hat für mich einen sauren, gegorenen Milcheinschlag. Den Kokos könnte ich testen, den zweiten werde ich auf jeden Fall weitergeben. Da weiß ich kalt schon, das ist nicht meins. Und dann gebe ich es lieber an jemanden weiter, der das vielleicht mehr zu schätzen weiß. Mann, ich bin hier voll gekrümmelt. Doris, Joker, bei What Putty Loves. Ups, so. Das war dann so ein dunkelgraues Melt. Mir kommt irgendwas Süßliches entgegen. Aber nicht süßlich Foodie im klassischen Sinn, sondern ich kann dazu kalt jetzt gerade überhaupt nichts sagen. Ich weiß nicht, was das ist. Muss ich warm testen. Vielleicht werde ich dann schlauer. Yankee Candle Saltwater Toffee mit Our Own Jelly Bean. Auch hier wieder die Tatzenform. Und zweifarbig. Ja, das ist Saltwater Toffee. Und Jelly Bean. Das dürfte alles in allem eine kunterbunt, quietschig, süße Geschichte werden. Geht bei mir nicht immer, da muss ich wirklich den richtigen Zeitpunkt abwarten. Es gibt so Tage, da habe ich sehr, sehr Lust auf so quietschig süß. Und an so einem Tag kommt er dann erst dran. Sweet Moments, knisternde Süßigkeit. Was immer das auch sein soll. Das sieht erstmal so aus. Oh ja, das ist süß. Das erinnert mich wirklich jetzt. Es könnte passen, knisternde Süßigkeit. Es gab früher, ich weiß nicht, ob es die heute auch noch gibt, so kleine Beutelchen mit so Mini-Brausebröckchen, sag ich mal. Wenn man die in den Mund genommen hat, dann haben die angefangen zu knistern und zu knacksen. Und wisst ihr, was ich meine? Und so riecht das. Und das Ganze mit
so Fruchtmomenten, so künstlichen Fruchtmomenten wie von Mamba-Kaubonbons auch. Erdbeer, Zitrone, Orange. So riecht das. Also, Kindheitserinnerung, quietschig süß, am richtigen Tag kommt das sicherlich gut. Duftmärchen, Waldspaziergang. Das muss doch meins sein. Na ja, komm, sein Gugelhupf. Das ist meins. Der ist toll. Mega. Ich glaube, das Akku ist gleich am Ende. Weiter geht es. Es ist gar nicht mehr so viel jetzt. Sweet Moments Berry Squash. Man mochte den wohl nicht. Das sieht dann so aus. Oh, der erinnert mich an was. An was, komm. Es ist auf jeden Fall quietschig süß, absolut künstlich und lecker. Und es hat schon wieder was von Süßigkeiten aus meiner Kindheit. Ich komme nicht drauf, was, aber ich finde den geil, Manu. Du magst den nicht, ich finde den kalt super. Weil er wieder sowas hat von Kindheitserinnerungen halt. Ja. Sweet Moments Lavendel Marshmallow. Das sieht dann so aus. Ja. Mag ich. Lavendel und Marshmallow. Da muss man gar nicht viel mehr zu sagen. Genau das ist es. Von Doris, Spicy Bakery bei Melanie Liest. Also schon wieder von der BookTube-Kollektion. Auch in zwei Farben. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist ein helles Beige und ein dunkleres. Ja, helles. Helles und dunkles Mokka. Das ist für mich ein klassischer Herbstduft. Wenn ihr Kitchen Spice von Yankee Candle kennt, so in diese Richtung, aber milder und cremiger finde ich den hier. Und für mich auch angenehmer als der Kitchen Spice. Aber prinzipiell so in diese Richtung gehend. Ein schöner Herbst-Würzduft. Und der letzte. Yankee Candle, Strawberry Bellini und Wachsmacherei. Pink Sugar. Sieht dann so aus. Ja, kann man machen. Ich meine, Pink Sugar kann man eh zu fast allem mischen. Und zum Strawberry Bellini passt es auch. Das Ganze wird dann halt noch mal ein bisschen süßer, aber auch cremiger und irgendwie runder. Ja, ich glaube, den werde ich mögen. Und damit ist das schöne Paket dann auch schon leer. Ich bedanke mich bei dir, liebe Manu, vor allem, weil so viel von der Hexenküche dabei war und auch von der BookTube-Kollektion und ich finde beides mega. Und natürlich auch danke, ne, nicht fein, danke für das Rosengläschen. Ich freue mich wieder sehr, werde die Sachen jetzt schön einsortieren und das ein oder andere sicherlich auch schon sehr bald antesten. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit mir zusammen auszupacken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis dann mal wieder. Tschüssi!